Aufgabe 4, Division. Im Folgenden erweitern Sie den Calculator um die Grundrechenart Multiplikation. Ups, das ist ein Tippfehler, tut mir leid, sollte die Division heißen. Aufgabe 4.1, Test und Produktivcode schreiben. Machen Sie das gleich für die Division wie zuvor für die Multiplikation. Lassen Sie die Tests zwischen den einzelnen Arbeitsschritten jeweils durchlaufen. Welchen Datentyp sollte der Rückgabewert sinnvollerweise haben? Also Sie sollen jetzt Test und Produktivcode schreiben, machen wir wieder Test Stream Development, zuerst einen Test schreiben und Sie sollten uns überlegen, welcher Rückgabewert hier sinnvoll ist. Also schreiben wir zuerst einen Test. Fact Public Void und jetzt, wenn ich den Testfall definiere, nehme ich eigentlich schon ein bisschen vorweg, was der Datentyp sein soll. Machen wir die Umkehroperation von hier. 12 divided by 3 is 4. Also genau das rückwärts. Und wir haben jetzt offenbar eine Ganzzahlendivision gemacht und arbeiten deshalb mit Ganzzahlen. Int a gleich 12, int b gleich 3, int expected gleich 4. Also wenn ich 12 durch 3 teile, erwarte ich 4. Mache einen Calculator. Und im Act-Teil wird dann das tatsächliche Ergebnis abgespeichert. Calculator.divide gibt es noch nicht. A durch B. Und prüfe am Schluss, ob der erwartete Wert dem tatsächlichen Wert entspricht. Das Ganze kompiliert natürlich nicht. Dann machen wir jetzt hier die Division. Public int, also ich mache Ganzzahlendivision, wie sonst überall ich mit Ganzzahlen rechne in diesem Beispiel. Es können auch mit Float, Double, Decimal rechnen. Konsequenz werde ich Ihnen dann noch schnell zeigen nachher. Divide int Dividend int Divisor. Ich glaube auf Englisch heißt er gleich wie auf Deutsch. Und ich mache jetzt mal den durch Divisor. Ganz naiv. Und lasse einfach alle Tests durchlaufen, zum Schauen, ob das funktioniert. Sollte jetzt ein Test mehr da sein. Erfolgreich 5, das hat soweit mal geklappt. Ich kann das mal stagen. Commit muss ich noch nicht machen. Schauen wir, was wir noch zu tun haben hier. Die Vision haben wir erfolgreich getestet. Jetzt Aufgabe 4.2, Sonderfall, Division durch 0. Das haben wir sonst nicht. Im Gegensatz zur Addition, Subtraktion und Multiplikation gibt es bei der Division einen Sonderfall. Die Division eines beliebigen Dividenden durch den Divisor 0 ist nicht definiert. Definieren Sie einen neuen Testfall, der einen beliebigen Dividenden durch den Divisor 0 teilt. In diesem Testfall geht es nicht darum, das Ergebnis der Division zu prüfen. Stattdessen müssen Sie überprüfen, ob ein Exception geworfen wird. Bei der Division durch 0 wird eine Divide by Zero Exception geworfen. Überprüfen Sie folgendermaßen, ob dies der Fall ist. Nun hier, wir haben das Assert. Bisher haben wir immer Equals verwendet. Jetzt verwenden wir Throws. Und zwar mit dem Typparameter Divide by Zero Exception. Also wir prüfen, ob folgender Codeabschnitt die Divide by Zero Exception werfen wird. Und der Codeabschnitt hier ist eine Lambda-Funktion ohne Parameter. Und einfach hier machen wir dann den Act-Teil des Codes. Also oder den When-Teil. Ist ein bisschen vermengt hier, also Act und Assert kann man hier bei Exceptions nicht so schön auseinanderhalten, weil wir ja keinen Rückgabewert testen in dem nächsten Schritt, sondern gleich prüfen, ob die Exception korrekt geworfen wird. Versuchen wir das mal. Wir machen einen neuen Testfall. Facts public void tests Divide by Zero. Namen können wir vielleicht noch später anpassen. Gehen wir von A12 aus, aber von B0, also A ist eigentlich egal hier. Aber aufrufen müssen wir es. Expected haben wir nicht, aber einen Calculator brauchen wir. Und jetzt kommt eben der Act und der Assert Teil auf einmal. Assert.throws mit dem Typ Divide by Zero Exception. Und die Frage ist jetzt, welchen Code wir ausführen wollen.
Wir führen einfach calculate.divide a durch b durch. Und das sollte eine divide by zero exception auslösen. Schauen wir, ob das funktioniert. Wir sollten jetzt dann 6 erfolgreiche Tests haben. Das ist korrekt. Hier kommt eine divide by zero exception, was zu erwarten ist. Gehen wir weiter, vielleicht noch schnell stagen. Haben eine gute Arbeit. Oh nein, das wollte nicht. Egal. So, das wäre bereit. Was haben wir jetzt noch zu tun? Aufgabe 4.3, bessere Handhabung des Sonderfalls. Passen Sie Ihren Testfall nun an, sodass nicht mehr eine Divide by Zero Exception, sondern eine Argument Exception erwartet wird. Nach dieser Änderung wird Ihr Testfall aber nicht mehr durchlaufen. Machen wir das mal. Divide by Zero Exception wird ersetzt durch eine Argument Exception. Also soll nicht mehr länger eine arithmetische Exception ausgelöst werden, sondern eine, die aussagt, dass jetzt mit dem Argument nicht stimmt, das wir übergeben haben. Lass uns durchlaufen. Schluck Kaffee dazwischen. Das läuft nicht mehr durch. 75 Millisekunden sind ein bisschen kurz für einen Kaffee. Aber wir haben gesehen hier, Fehler 1. Wie erwartet läuft es nicht durch, weil eine andere Exception geworfen wird. Kommt immer noch die Divide by Zero Exception. Wir erwarten aber eine Argument Exception. Warum? Das sehen wir gleich. Aufgabe 4.3, bessere Handhabung des Sonderfalls. Haben wir schon gemacht jetzt, aber jetzt kommt der zweite Teil. Passen Sie nun den Produktivcode so an, dass eine Argument Exception geworfen wird, falls der Divisor 0 beträgt. Ihr Test sollte nun wieder durchlaufen. Jetzt wollen wir eben das schöner handhaben, wenn der Divisor 0 ist. Divisor gleich 0. Dann throw new argument exception cannot divide by zero. Diese Message, die könnte man sicher auch irgendwie prüfen, ist jetzt nicht so wichtig, müsste ich nachschauen, wie es geht. Wichtig ist einfach, dass wir sie werfen und sagen, schau, Aufrufer, dein Argument wird nicht unterstützt, damit dann nicht versucht wird, durch 0 zu teilen. Also was hier gezeigt werden soll, es gibt verschiedenste Exceptions, die einfach so geworfen werden können. Wir können Sachen abfangen und dann mit einer anderen Exception darauf reagieren und natürlich im Test wieder abfangen. Schauen wir, ob dieser Test jetzt läuft. Jetzt klappt wieder alles. Und das wäre es auch schon gewesen von Aufgabe 4, wenn es mir recht ist. Ja, das war Aufgabe 4. Wir hier Commit Exercise 4 auf Englisch. Synchronisiere das und melde mich dann gleich wieder mit Aufgabe 5 zurück. Arithmetisches Mittel berechnen. Bis dann.